Hallo zusammen. Hallo zusammen. Bevor wir heute mit dem neuen Thema anfangen, ihr seht das schon, noch steht keine neue Überschrift da, wollen wir erstmal einen Begriff, der euch schon klar sein sollte, nochmal kurz wiederholen, da ihr dann dem heutigen Thema etwas besser folgen könnt. Und zwar handelt es sich um den Begriff der Monotonie. Hier ist zum Beispiel hingeschrieben, eine Funktion f ist streng monoton steigend. Nun versuchen wir uns mal zu erinnern, was hat das eigentlich bedeutet? Und zwar, eine Funktion ist dann monoton steigend, wenn gilt, dass für zwei x-Werte x1 und x2, bei denen gilt, dass x2 größer ist als x1, automatisch folgt, dass auch der Funktionswert von x2 größer ist als der Funktionswert von x1. Zeichnerisch würde das Ganze so aussehen, wir haben den Graphen einer Funktion, der streng monoton steigt. So, jetzt steht hier auch noch, f ist monoton steigend. Jetzt heißt es immer noch steigend, aber das Streng ist weg. Was heißt das? Nun ja, zunächst mal ist es wieder dieselbe Situation wie oben schon. x1 kleiner x2 folgt. Es ist wieder das sozusagen f von x2 größer ist als f von x1. Es kommt aber noch mit dazu, die Funktionswerte können auch gleich sein. Deswegen größer gleich f von x1. Als Funktion kann man sich sowas vorstellen. Es steigt, wäre zwischendurch mal so, dass es nicht steigt und steigt dann weiter. Diese Funktion wäre monoton steigend. So, dieses Wiederholungsbeispiel übernehmt ihr euch am besten auch ins Heft. Dann könnt ihr später auch mal nachschlagen, wenn euch der Begriff Monotonie nicht mehr so viel sagt. Pausiert das Video kurz und anschließend kommen wir dann zum eigentlich neuen Thema. Das war jetzt das neue Thema 1.3, die Bedeutung der zweiten Ableitung. Die zweite Ableitung ist dann wichtig, wenn es um eine Linkskurve oder eine Rechtskurve geht. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, was ist eine Linkskurve oder eine Rechtskurve? Ich zeichne es einfach mal. Nehmen wir wieder mal das Schwarz und zeichne mal auch wieder freihand einfach eine Linkskurve. Das ist eine Kurve, in der man die ganze Zeit nach links geht. Zeichnen Sie mal. So, wenn ich die jetzt abgehen würde, ich finde eine kleine Figur hier drauf, jetzt, ich würde immer nach links gehen. Man könnte sich auch überlegen, wenn man diese Funktion, wenn das eine Straße wäre, und man würde die mit dem Auto langfahren, in welche Richtung muss man das Lenkrad einschlagen? Hier, ganz klar, immer nach links. Die ganze Zeit würde man es hier links halten, dann würde man so eine Linkskurve machen. Würde man das Lenkrad weiter links halten, würde man hier immer so im Kreis fahren. Was ist eine Rechtskurve? Na, Rechtskurve ganz einfach. Können wir hier mal starten. Ja, vielleicht. Die geht die ganze Zeit nach rechts. So. Immer weiter. Natürlich wenn, auch wieder, man ist ein Auto, man fährt hier lang. Das Lenkrad würde die ganze Zeit nach rechts eingeschlagen sein. Wenn man es weiter nach rechts hätte, würde man hier wieder im Kreis fahren. So, das schreiben wir auch auf. Das sind zwei neue Begriffe. Hier einmal, das ist eine Linkskurve und das ist eine Rechtskurve. Das sind wieder zwei neue Begriffe, die unterstreichen wir wieder mit Orange. Ah ne, jetzt müssen wir natürlich auch wieder den Pfeil rausmachen, den haben wir dazugelernt. Echt? Ich zumindest. Ach. Du lernst ja nie aus. So, und zur Übersichtlichkeit schreiben wir hier nochmal ganz groß links nebendran, rechts nebendran. Da haben wir nicht einfach so Platz gelassen. Hier, das ist die Funktion. Und das große ist f von x. Und das heißt ja die Bedeutung der zweiten Ableitung. Was hat die zweite Ableitung mit einer Linkskurve und einer Rechtskurve zu tun? Naja, versuchen wir mal zu der zweiten Ableitung hinzukommen. Dann müssen wir natürlich erstmal den Schritt über die erste Ableitung gehen. Deswegen machen wir jetzt mal mit einer Farbe, mit Grün, hier drunter die erste Ableitung. Ich schreibe es mal ganz runter, die erste Ableitung. Das ist wirklich sehr groß jetzt. So, überlegen wir uns von der Linkskurve, wie hier die erste Ableitung aussieht. Seht ihr, die Funktion steigt die ganze Zeit. Das heißt, die Ableitungsfunktion muss auf jeden Fall im positiven Bereich sein, hat positive Werte. Hier steigt sie recht langsam, hier steigt sie recht stark. Das heißt, hier am Anfang kleine
positive Werte und dann größere positive Werte. Zum Beispiel auch wieder. So, dieser Google sollte nicht sein, so gerade durch. Gucken wir uns die hier an. Die steigt auch die ganze Zeit. Das heißt, die Werte sind auch wieder im positiven Bereich. Am Anfang steigt sie aber recht stark und dann recht schwach. Am Ende sogar ganz schwach. Hier am Ende sogar ganz, ganz wenig wirklich. Das heißt, hier sind die Y-Werte immer recht groß und werden dann immer kleiner. Also ungefähr so. Wichtig ist, dass sie nicht unterhalb der X-Achse gehen, weil sie steigt ja hier die ganze Zeit, auch wenn sie noch recht wenig steigt. Okay, jetzt sind hier ja, beide Ableitungen oberhalb der X-Achse. Da kann man jetzt noch nichts direkt sagen über Linkskurve, Rechtskurve. Wir gucken uns wirklich mal die zweite Ableitung an. Kieler, schreiben wir die zweite Ableitung hin. So, erteilen können Sie mir ein bisschen den ganzen Bildschirm nach unten machen. Wunderbar. So, bin ich wieder auf meinem Stift. So, jetzt gucken wir uns an, die zweite Ableitung. Zweite Ableitung ist ja ganz einfach die Ableitung von der Ableitung. Ich gehe da immer über die Steigung wieder. Ich gucke mir an, die Funktion, die steigt die ganze Zeit. Das heißt, die Werte müssen auch wieder im positiven Bereich sein. Und hier steigt sie wieder recht langsam, hier wieder recht schnell. Also hier kleine y-Werte, hier größere y-Werte. Also eigentlich auch wieder ungefähr so. Recht ähnlich wie da. Auch recht ähnlich wie hier. So ist es. Gucken wir uns an bei der Rechtskurve. Ah, jetzt steigt die nicht, die fällt die ganze Zeit. Also müssen die ganzen y-Werte hier unten sein, sind negative y-Werte. Am Anfang steigt sie, fällt sie recht stark und hier fällt sie recht schwach. Da fällt sie fast um Null. Das heißt, wir haben hier recht große negative Werte und hier immer kleinere, also sowas wie so. So ungefähr. Okay, hier sehen wir schon was. Hier nehme ich bei einer Linkskurve, und jetzt kommt das Wichtige, passt auf, bei einer Linkskurve ist die zweite Ableitung immer oberhalb der X-Achse. Bei einer Rechtskurve ist die zweite Ableitung immer unterhalb der X-Achse. Und das ist immer so. So, wir wollen uns das jetzt allgemein festhalten, also die Erkenntnis aus diesen Überlegungen. Und zwar im folgenden Satz: Wenn f2' von x größer 0, dann ist der Graph von f eine Linkskurve. Und wenn f2' von x kleiner 0, dann ist der Graph von f eine Rechtskurve. So, diese Regel übernehmt ihr euch jetzt bitte in euren Aufschrieb. So, wir schauen uns das nochmal kurz an. Gehen nochmal zurück auf dieses Beispiel. Also, größer 0, Linkskurve, kleiner 0, Rechtskurve. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum machen wir das überhaupt mit der zweiten Ableitung? Sehen wir es nicht schon an der ersten? Ja, hier im Bild sehen wir es. Eine Linkskurve haben wir dann, wenn die erste Ableitung streng monoton wachsend ist. Eine Rechtskurve haben wir dann, wenn die Ableitung streng monoton fallend ist. Das ist am Bild jetzt recht einfach, aber wenn wir das Ganze nachher berechnen, werden wir sehen, es ist viel einfacher, einfach nur zu entscheiden, ist die zweite Ableitung größer oder kleiner 0, weil mehr müssen wir nicht wissen, als zu entscheiden, ist die erste Ableitung streng monoton steigend oder fallend. Deswegen konzentrieren wir uns hier drauf. So, wir kommen jetzt zu den Aufgaben. Hier, Beispiel 1. Geben Sie die Intervalle an, in denen der Graph eine Links- bzw. Rechtskurve ist. Hier ist der Graph der Funktion dargestellt. Und ich mache das immer am einfachsten, oder wir machen das am einfachsten, wenn wir uns überlegen, wenn das eine Straße wäre und wir fahren mit dem Auto drauf. Also hier fahren wir mal los und fahren los. Okay, wenn wir hier fahren, müssen wir das Lenkrad halten, um hier diese Kurve hier zu machen. Naja, eigentlich ist es die ganze Zeit eine Rechtskurve, weil wir die ganze Zeit das Lenkrad nach rechts halten müssen. Das heißt, hier ist es immer eine Rechtskurve, immer noch.
Hier ist halt eine leichte Rechtskurve, wird immer steiler, steiler, steiler. Immer noch rechts halten, immer noch rechts halten, immer noch rechts halten. Hier kommt jetzt langsam der Punkt, an dem wir unser Lenkrad nach links drehen müssen, weil wenn wir hier immer noch nach rechts halten müssen, würden wir hier so im Kreis fahren. Das wollen wir nicht, wir wollen hier abbiegen. Das heißt, so ab hier, ungefähr dieser Bereich hier, da müssen wir unser Lenkrad nach links drehen und machen hier eine Linkskurve. Immer noch links, hier natürlich leicht links. Das Lenkrad wieder von dieser ganz krassen Linkshaltung, leichtere Linkshaltung machen. Und dann fahren wir hier immer weiter, immer eine Linkskurve. Das heißt, es geht einmal von einer Rechtskurve in eine Linkskurve. Und zwar, es wechselt ungefähr hier. Das sagen wir jetzt mal, genau abzulesen, das ist schwierig, sagen wir jetzt grob bei der Stelle x gleich minus 1. Wir schreiben das mal auf. So, also, hier erscheint jetzt mal die Lösung. Im Intervall minus unendlich bis minus 1 ist der Graph eine Rechtskurve. Runde Klammern, weil minus unendlich wissen wir nicht, wo es endet, das gehört nicht dazu, deswegen runde Klammer, hier auch noch runde Klammer, weil minus 1 gehört nicht dazu. Im Intervall minus 1 bis unendlich ist der Graph eine Linkskurve. So, wir kommen jetzt noch zu einem zweiten Beispiel. Geben Sie rechnerisch die Intervalle an, in denen der Graph eine Links- bzw. Rechtskurve ist. Dieses Mal kein Schaubild, sondern einfach nur eine Funktionsgleichung. Gemäß unserem Satz von vorhin können wir dann Aussagen treffen, wenn wir die zweite Ableitung kennen. Also bestimmen wir erstmal die erste Ableitung von dieser Funktion, aber nicht mit dem Radiergummi, sondern hiermit. F' von x wäre gerade 6x² minus 6x ist die erste. Jetzt machen wir noch die zweite Ableitung. Das wäre dann 12x minus 6. So, jetzt erinnern wir uns, es hieß, wenn die zweite Ableitung größer 0 ist, dann handelt es sich um eine Linkskurve. Wenn sie kleiner 0 ist, handelt es sich um eine Rechtskurve. Also, wir überlegen uns, wann ist die zweite Ableitung f2' von x gleich 0? Also, wann ist 12x minus 6 gleich 0? Diese Gleichung können wir lösen. Wir holen das 6 auf die andere Seite rüber. 12x gleich 6 und das Ganze noch geteilt durch 12. Dann erhalten wir die Stelle x gleich 1/2. So, jetzt wissen wir, für x gleich 1/2, dann ist die zweite Ableitung 0. Das heißt, wir müssen nur noch überlegen, ist es links oder rechts von x gleich 1/2 die zweite Ableitung kleiner oder größer 0? Und das kann man sich jetzt überlegen, wenn wir hier oben hingehen und überlegen uns mal, wir würden hier einen Wert einsetzen, der ein bisschen kleiner ist als 1/2. Dann würde hier ein Wert rauskommen, der ein bisschen kleiner ist als 6. Und wenn wir davon 6 abziehen, landen wir im negativen Bereich. Und genauso können wir es jetzt festhalten, wir haben es hier schon mal vorgeschrieben, für x kleiner 1/2 ist f2' von x kleiner 0. Jetzt kann man es noch überlegen, für x größer 1/2, naja, wenn wir hier was einsetzen, was ein bisschen größer ist als 1/2, kommt hier eine Zahl raus, die ein wenig größer ist als 6. Und wenn man hier von 6 abzieht, naja, sind wir größer als 0. So, wir haben aber gesagt, wir geben das Ganze an mit den Intervallen. Und das machen wir jetzt auch noch. Und wir können dann sagen, im Intervall minus unendlich bis 1/2 ist der Graph von f eine Rechtskurve. Und im Intervall 1/2 bis unendlich handelt es sich um eine Linkskurve. So, das waren jetzt zwei Beispiele. Einmal anhand vom Graphen einer Funktion, wo man es praktisch direkt ablesen kann. Und einmal das Ganze rechnerisch. Diese beiden Beispiele solltet ihr ins Heft übernehmen. Beim ersten Beispiel müsst ihr nicht die Grafik mit abzeichnen. Es reicht, wenn ihr die Ergebnisse davon habt. Und wir werden dann in der nächsten Stunde gemeinsam weitere Übungen dazu machen, damit ihr es noch besser versteht. Bis dann. Tschüss, auf Wiedersehen.